Herzlich willkommen, darf euch und Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Endstand 2:0 für die Gäste. Christian Eichner, der Gästetrainer, hat das erste Wort. Ihr Fazit bitte zum Spiel. Ja, danke schön. Hallo nochmal an alle. Ja, Glückwunsch an die Etage minus 1 zum Auswärtssieg hier in Rostock. Der Anfang hat mich nicht zwingend überrascht. Es ist nie so ganz einfach, hier ins Spiel zu finden. Es ist eine enorme Wucht da. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich das eigentlich auch befürchtet oder erwartet. Der Gegner kam gut rein, ohne logischerweise irgendwie Zählbares in Richtung unser Tor direkt zu bekommen. Wir haben ein bisschen gebraucht, dann sukzessive aber Sicherheit bekommen, auch Klarheit ins Passspiel reinbekommen und Schritt für Schritt dann auch die Oberhand über die erste Hälfte bekommen. Zwei Tore gemacht in der ersten Halbzeit und das ist der größte Vorwurf an die ganze Mannschaft, dass es zur Pause noch nicht komplett durch war. Ich glaube, wir hätten das dritte und das vierte nachlegen müssen. Da waren wir überhaupt nicht sauber und nicht klar genug im Passspiel, nicht wach, auch in der einen oder anderen Situation. Dennoch war ich, je länger die erste Halbzeit ging, unabhängig von den Toren, extrem zufrieden, weil die Mannschaft sich nicht hat locken lassen. Sie hat klar Fußball gespielt, sie hat immer wieder den Torwart mitgenommen, um Dinge aufzulösen. Und logischerweise das Momentum, was momentan bei uns weilt, auch dann auf Seiten des Gegners momentan nicht da ist, dann auch sich zunutze gemacht. Extrem gefährliches Ergebnis allerdings, nicht nur auswärts in Rostock, die kurz vor der Pause schon mal ihre Möglichkeiten oder ihre Möglichkeit hatten, wo es uns in der einen oder anderen Szene dann auch zu gut ging. Immer wieder ein Problem, wenn du ein Tor bekommst, wenn du das Stadion nochmal mit reinholst, kann auch aus einer Situation, die vielleicht relativ klar in unserer Hand schien oder scheint, so ein Spiel nochmal kippen. Leider haben wir es verpasst, das dritte Tor zu machen, was dann knapp abseits war. Und so musst du immer wieder mit 5-6 Minuten Nachspielzeit immer wieder auf der Hut sein, dass nicht nochmal ein Standard, nochmal ein Einwurf, wobei ich froh war, dass Malone nicht gespielt hat, weil sowas habe ich noch nie gesehen, dass da ein Ball nach dem anderen von der Seite reinfliegt, immer wieder auf der Hut sein, dass nicht irgendwas runterfällt und auf einmal hast du einen drin und das ganze Stadion ist nochmal online. So ist es in Summe, glaube ich, schon ein verdienter Sieg, der auch in Ordnung geht. Mit einer guten ersten Halbzeit von uns, mit einer insgesamt fahrigen zweiten Halbzeit, glaube ich, von beiden Teams und für uns der vierte Sieg in Folge. Ja, ein großartiges Gefühl, dass die Mannschaft sich da die letzten Wochen erarbeitet hat und was mich sehr, sehr freut ist, dass sie die Ausfälle, die Mannschaft die letzten 14 Tage getroffen hat, sehr, sehr gut als Mannschaft verarbeitet hat, dass Leon Jensen ein sehr, sehr gutes Spiel heute gemacht hat, solange ihm die Kräfte geholfen haben. Und nochmal, wir haben Ambrosius verloren, wir haben Breithaupt verloren, wir haben Joy verloren. Das ist für die Mannschaft, sind es schon drei wichtige Spieler. Und wie die Jungs da und die ganze Gruppe das momentan als Mannschaft auffangen, ist wirklich mehr als ein Kompliment wert. Rick van Drongelen möchte ich an der Stelle noch gute Besserungen wünschen. Das sah nicht so gut aus in dem Moment. Und ja, allen Beteiligten noch ein schöner Sonntag. Und für uns geht's nächste Woche weiter mit einem tollen Heimspiel. Und unseren Gegnern heute alles Gute noch für den weiteren Saisonverlauf. Dankeschön. Vielen Dank. Patrick, dein Fazit bitte. Ja, vielen Dank, Christian. Und Glückwunsch zu den drei Punkten. Ich denke, die Analyse hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir sind eigentlich gut ins Spiel reingekommen, haben uns dann durch die Elfmeterszene komplett, wo wir uns nicht gut verhalten in der Situation, verunsichern lassen. Und das Spiel ist dann immer mehr im Laufe der Spielzeit der ersten Halbzeit in die Richtung von dem KSC gelaufen. Das ist für mich eigentlich die einzige Situation, wo ich sage, das darf uns nicht passieren, dass wir hier im heimigen Stadion uns auf einmal unsere Zweikämpfe aus der Hand geben, wo wir dann auch wirklich viele zweite Bälle nicht mehr gut abgelaufen haben, wo wir dann ein Stück weit verunsichert gewirkt haben, gerade dann auch nach dem 2:0 der abgefälschte Ball dann nochmal von unseren eigenen Reihen, der dann einschlägt. Ja, und wie gesagt, dann die folgenden 25 Minuten haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass der KSC es nicht besser ausspielt, weil wir da wirklich ein Stück weit von der Rolle waren. Haben uns dann in der Pause nochmal hochgepusht, sind dann so rausgekommen mit der Einstellung, wie wir es auch hier erwarten, dass wir die Zweikämpfe einfach besser führen, dass wir einfach griffiger und gieriger sind,
diese Grundhausaufgaben, Grundtugenden erstmal hier auf den Platz zu bringen, so dass wir auch das Stadion mitnehmen können, weil das ist das, was die Fans auch hier verlangen, dass du wirklich alles reinwirfst und alles investierst und dann natürlich auch in den entsprechenden Situationen hier zeigst, dass du die Heimmannschaft bist. Und leider war das heute über 90 Minuten nicht möglich gewesen, deswegen haben wir auch verdient verloren das Spiel, das muss man klar so sehen. Und wir hoffen, dass wir dort in dem Moment einfach besser wieder zurückkommen, besser arbeiten werden, härter arbeiten werden, so wie wir es auch zuvor in den Spielen gemacht haben. Da war nämlich die Zweikampfführung und das Engagement komplett über 90 Minuten da gewesen. Jetzt ist es bei uns so gewesen, dass wir natürlich die eine oder andere Position kompensieren mussten, aber trotzdem, wir haben ja Spieler, die hinten dran sind, von denen wir auch die Überzeugung haben, dass sie das gut 1:1 ersetzen können. Leider heute nicht das Ergebnis auf unserer Seite gehabt. Aber auch, wie gesagt, es wäre auch nicht verdient gewesen über die gesamten 90 Minuten. Und deswegen gilt es für uns, weiterzuarbeiten, die Brust trotzdem draußen zu lassen und einfach schauen, dass wir wieder von den einfachen Basics kommen und die halt zu 100% ausführen. Dem KSC weiter alles Gute und eine gute Dankeschön. Heimfahrt. Dankeschön. Danke, Patrick. Ihre Fragen bitte. Tommy Bastian von den NNN. Ja, Herr Glückner, ein Rückstand war jetzt ja nichts Neues leider, aber wie die Mannschaft heute reagiert hat, ist dann ja irgendwie anders gewesen, sage ich mal. Wie können Sie das erklären, dass es heute so einen Einbruch dann gab und so eine große Verunsicherung? Ja, also Fakt ist, ich muss mir das Spiel auch selber nochmal anschauen, um genau zu sehen, in welchen Situationen jetzt die Verunsicherheit übertragen hat auf die Mannschaft, weil das ist klar, dass wir das von außen auch gesehen haben, dass auf einmal so ein bisschen das Selbstvertrauen, was wir eigentlich in den ersten 15 Minuten hatten, weg ist. Aber es ist oftmals so, dass wenn du jetzt wieder zu Hause in den Rückstand gerätst und du nimmst dir so viel vor und jeder möchte ja von den Spielern, die sind ja willig und die wollen ja auch alles investieren und alles tun, aber dass du dann manchmal teilweise eine Blockade hast, weil du dann wieder in ein Muster verfällst, wo du denkst, shit, jetzt laufen wir wieder im Ergebnis hinterher und können nicht in Führung gehen. Und da kommt das schon mal von der Psychologie wahrscheinlich so zum Tragen, dass der ein oder andere dann in dem Moment gehemmt ist. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Schlüssel war, dass das 0:1, wie gesagt, auch durch eine dumme Situation über den Elfmeter verschulden, das ist dann auch nochmal im Kopf drin. Und entsprechend muss man da halt, wie gesagt, normalerweise weitermachen, das Ding abschütteln und weiterspielen, weil ein Spiel dauert 90 Minuten, du kannst alles drehen. Wenn wir heute auf den Parallelplatz geguckt haben, da hat ja auch Bielefeld 3:0 geführt und es geht 3:3 aus. Also ist im Fußball alles möglich, du musst halt bis zum Ende dran glauben. Und das haben wir in der Situation dann erstmal nicht gemacht, bis zur Halbzeit, wie gesagt, wo wir sie wieder aufgeweckt haben, dann war es dann besser gewesen. Aber da verlange ich dann trotzdem noch viel mehr und ich verlange auch mehr Zweikampfhärte und ich verlange, dass wir die Bälle holen, die zweiten Bälle und dass wir einfach da sind auf dem Platz. Ich würde da trotzdem nochmal nachhaken, weil das war ja wirklich auch das, was die Mannschaft über Jahre jetzt ausgezeichnet hat, diese Mentalität und auf Rückstände eben mit guter Moral und Teamgeist zu reagieren. Das sah jetzt heute nicht so aus. Da hat, denke ich, Rossi und Markus haben da auf dem Platz schon gegengesteuert mit dem Teamkreis und so wie Rossi das dargestellt hat, auch in der Kabine. Können Sie noch mal sagen, wie sind Sie damit umgegangen? Was war dann ein Thema an der Pause und vielleicht auch die Intention hinter dem frühen Wechsel? Was wollen Sie damit bewirken? Ja, der frühe Wechsel hatte einfach nur, sollte ein Statement geben, dass wir halt so nicht weitermachen wollen, dass wir halt auch in der Lage sind, für den Willen oder für den Erfolg des Vereins gewisse Dinge zu machen, die man vielleicht als Trainer nicht gerne macht. Und das ist nun mal ein Wechsel vor der Halbzeitpause. Das ist eigentlich nicht was ich gerne mache, aber um ein Zeichen zu setzen und um die Mannschaft wieder in die richtige Spur zu bringen, war mir das in dem Moment wichtig gewesen. Deswegen diese Auswechslung vorab. Und wie Sie es gerade selber gesagt haben, ab Minute 25 dann bis Minute 45 bis zur Halbzeitpause ist es einfach so, dass du Spieler auf dem Feld brauchst, wie Rossi und wie Kolle, die das dann auch in die Hand nehmen, die Jungs pushen und sich dagegen stemmen. Und Fakt ist, wir haben das in allen Spielen gezeigt. Es waren jetzt heute, wie gesagt, diese 25 Minuten, wo wir da extrem verunsichert waren und nachgelassen haben. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir auch wieder die Zweikämpfe gewonnen. Und ich glaube, auf der Statistik stehen 56% gewonnene Zweikämpfe, warum auch immer, obwohl wir 25 Minuten eigentlich verschenkt haben. Ja, ein Thema bleibt ja leider die Flaute vorne. Da war jetzt in der zweiten Halbzeit auch dann trotz der besseren Leistung, sage ich mal, wenig Torgefahr. Wie gehen Sie das an? Wie gehen Sie damit um? Damit gehen wir auch schon seit Beginn der Rückrunde um und das Einzige, was du tun kannst, ist weiter fest an die Spieler glauben und weiter mit den Jungs hart zu arbeiten oder
auch gezielt zu arbeiten, sodass wir in die Situation kommen, uns die Chancen rauszuspielen und dann aber auch zu nutzen. Wir haben heute auch, ich glaube, 2 oder 3 Mal aufs Tor geschossen, wo der Keeper auch gut gehalten hat. Aber natürlich wollen wir noch mehr Situationen erzwingen und konsequenter rausspielen und vielleicht auch größere Torchancen rausspielen, sodass wir irgendwann wieder in den Fluss kommen. Und wie man so schön sagt im Fußball, oftmals ist es, dass du ein Tor machst und mit einem Ergebnis dann wieder in einen komplett anderen Lauf kommst, der genau in die andere Richtung geht. Der KSC hat es ja in der Hinrunde auch des Öfteren gezeigt, dass in beide Richtungen der Ausschlag stattgefunden hat. Oder Christian, wenn ich mich nicht täusche, war es so gewesen und hat sich jetzt im Jahr 23 sehr gut wieder erholt und in einen guten Lauf gekommen. Und das ist halt der Fußball. Du musst mit allen Situationen rechnen und trotzdem immer wieder an deine Mannschaft glauben und positiv damit umgehen. Wenn sich kein anderer meldet, dann hake ich weiter nach. Sie haben angekündigt gehabt, dass es den einen oder anderen Wechsel geben wird, dass wir das sehen werden in der Aufstellung. Jetzt haben Sie ein paar Wechsel zusätzlich zu denen, die Sie vornehmen mussten, vorgenommen. Können Sie vielleicht nochmal darauf eingehen, welche Intention dahinter steckte? Dennis raus, Simon rein, vorne Rich im Sturm. Ja, also wir wollten auf jeden Fall Stürmer für Stürmer bringen, weil es jetzt keinen Sinn gemacht hätte, wenn wir einen offensiven Mittelfeldspieler vorne in den Sturm setzen, damit wir einfach sagen können, oder beziehungsweise klar ist, dass die Stürmer, die hinten dran stehen, auch ihre Chance bekommen werden und sie dann entsprechend auch nutzen sollten. Jetzt war es so gewesen, dass ein Lukas Hinterseher nicht trainieren konnte die letzten 2 Trainingstage und entsprechend auch heute nicht dabei ist, weil die persönliche Situation es nicht zugelassen hat. Das heißt, der einzig zur Verfügung stehende Spieler, der auch ein Stürmer ist und wo wir auch ein großes Vertrauen haben aufgrund der Testspiele, die er schon gezeigt hat, war Rich gewesen, also Stürmer für Stürmer in dem Moment. Das war uns wichtig, dass wir dieses Zeichen setzen an die Jungs, die hinten dran stehen. Und bei Dennis Dressel und der Switch mit Simon war einfach dem geschuldet, weil wir in den Spielen vorher auch gesehen haben, dass immer wieder Pässe, in dem Vorfeld war es gewesen, auf Breithaupt, also nebendran auf den Positionen in den Zwischenebenenbereich, immer wieder gut stattfinden können, gerade im Umschalten, wo sie dann mit der Restverteidigung 2+1 aufgestellt sind, sodass du immer wieder gut zwischen die Ebenen kommen kannst. Und da ist eigentlich Simon ein sehr flexibler Spieler, der die Position gut einsetzt. Und deswegen haben wir uns für Simon Rein statt Dennis Dressel entschieden. Johannes Weber, bitte einmal. Nee, Johannes Weber, nein, danke. Hallo Herr Glöckner, ich habe 2 Fragen. Erstmal, wie geht's Rick van Drongelen und was sagen Sie zum Debüt von Luis Köster? Ja, also bei Rick van Drongelen ist es so, dass er jetzt zum MRT fährt. Der Fuß ist entsprechend dick und jetzt die Erstversorgung hat stattgefunden. Da kann ich Ihnen aber noch nicht sagen, welche Verletzung er davongetragen hat. Und ja, Luis Köster hat heute seine Premiere gehabt und als junger Spieler durfte er ran. Freut mich natürlich immer, wenn wir junge Spieler fördern können und denke auch, dass er fürs erste Spiel vor so einer Kulisse seine Sachen gut gemacht hat. Tommy? Ja, vielleicht können wir schon mal den Blick nach vorne, also erstmal vielleicht, wie geht es Ihnen jetzt eigentlich? Wie gehen Sie damit um? Das ist ja auch für Sie eine schwierige Situation und auch da ein bisschen daran anschließend, wie geht es jetzt weiter? Geht man jetzt einfach zur Tagesordnung über oder wird es ein bisschen deutlicher werden, so wie Rossi das unten so ein bisschen schon angedeutet hat und wirklich noch mehr vielleicht Tacheles geredet werden muss, soll, wie auch immer. Wie geht's weiter? Ich denke, dass wir das vorher auch schon getan haben. Also ich glaube nicht, dass wir hier eine Wohlfühloase aufgezogen haben unten, sondern wir immer wieder dazu anspornen, die Jungs maximal zu fordern, aber auch zu fördern. Und zur Tagesordnung gehen wir nie über. Also es gibt eigentlich keine Tagesordnung, weil jeder Spieltag dir neue Dinge bringt, die du neu analysieren musst, die du neu einbringst. Es gibt Spieler, die fallen aus, es gibt Spieler, die drängen sich auf. Das heißt, du musst immer wieder in der Situation eintauchen als Trainer, die der Situation angepasst ist, in der du dich momentan befindest. Und von daher gibt es diese Wohlfühlase sowieso nicht, aber auch natürlich der Bereich nicht, dass wir sagen, Schema F, das ist es jetzt und das wird funktionieren. Also wir werden das genau wie vorher auch aufarbeiten und entsprechend behandeln. Und mir geht es nach Siegen immer schlecht. Also ich glaube, es ist bei jedem Trainer so, dass man kein gutes Gefühl hat und immer schlecht schläft in der Nacht, weil du halt 1000 Gedanken hast, die dir durch den Kopf gehen. Du hast eine große Verantwortung als Trainer und du willst ja nichts mehr, als dass deine Spieler quasi performen und machst dir dann deine Gedanken, warum der ein oder andere vielleicht heute nicht so gut auf dem Platz war. Und letztendlich ist es aber so, dass wir das gemeinsam versuchen, wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, sodass wir dann auch wieder als Verein erfolgreich um Punkte spielen können. Keine weiteren Fragen?
Dann wünschen wir dem KSC eine gute Heimfahrt, alles Gute noch für die Saison. Einen anderen schönen Sonntag und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank an 23.500 Zuschauer im Ostseestadion.